Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Lars LP und heute möchte ich was Wichtiges klären. Ich werde sehr oft gefragt, was ist RTX, was ist Raytracing, wie bekomme ich das in Minecraft, was ist der Unterschied? Und heute klären wir, was ist Raytracing, was ist Path Tracing, was ist RTX, was ist DirectX, was ist DirectX R und wie bekomme ich das in Minecraft? Das klingt erstmal total viel und bäh wie Schule, aber eigentlich ist das super einfach. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert, wie ihr das bekommt und du kannst das Video liken und wenn noch nicht geschehen, den Kanal kostenlos abonnieren. Als allererstes vorab, wir haben Tag. Ja, wir haben Tag, die Sonne steht oben, Licht kommt hier runter, alles gut. Nummer 1 ist die Frage, was ist Raytracing? Raytracing besteht aus zwei englischen Wörtern, aus Ray und Tracing. Nicht der Name Ray, sondern der Strahl und Tracing ist Verfolgung. Als Beispiel habe ich jetzt mal gesagt, hey, da ist die Sonne und die Sonne würde einen roten Lichtstrahl abgeben. Das wäre dann dieser hier, ja, also der Ray und der trifft ja irgendwann auf den Boden. Und hier am Boden ist jetzt ein gelber Block. Jetzt kommt Raytracing daher und sagt, hey, ein roter Strahl trifft auf gelbem Boden, was passiert? Die Reflexion ist orange. Das kennen wir alle. Lichtschatten, Farben, die man vermischen kann. Das ist quasi Raytracing, die Verfolgung. Damit wir mal ein anderes extremes Beispiel sehen, nehmen wir mal gerade das hier und machen mal Nacht. Es ist dunkel. Und wir brauchen Rays, also wir machen eine Fackel hin und wir sehen, hey, cool, yay, nice, ja. Und wir sehen jetzt auch, der Schatten hiervon ist noch gerade nach unten, weil der Mond drauf scheint. Aber es ist auch ein leichter Schatten, können wir hier sehen, der zur Seite geht von der Fackel. Das hat auch mit Raytracing zu tun, weil auch wenn kein Licht vorhanden ist, dann kann man ja Schatten werfen. Aber ein Eisenblock zum Beispiel hat ja eine Metalloberfläche und Metall reflektiert. Stellen wir jetzt also hier einen Metallblock hin, sehen wir hier hinter wird es dunkler und wir sehen, die Fackel spiegelt sich sogar leicht in dem Metallblock, weil der halt nicht extrem glänzend ist, also er ist jetzt nicht hochpoliert, so dass wir das perfekt sehen würden, aber wir sehen, Kaninchen, die Fackel reflektiert sich da drin und wir sehen auch, dass es am Anfang so ein bisschen krisselig ist, ne? Das liegt einfach daran, dass Raytracing so lange dafür braucht. Also es ist schon eine coole Sache. Ein anderes Beispiel, wenn wir jetzt meine Falltür hier rüber bauen. Jetzt geh weg, Kaninchen. Ups. Wenn wir jetzt eine Falltür hier rüber bauen, sehen wir, wie der Schatten auseinander spreadet. Und da, also hier so auseinanderfächert. Und da kann man sehr schön erkennen, was Raytracing eigentlich ist. Denn normalerweise würde das nicht passieren. Ich habe jetzt mal Raytracing ausgemacht und wir sehen, es wird einfach ein Stück hell gemacht. Die Fackel gibt halt eine gewisse Lichtquelle ab, das wird hell gemacht, Ende. Man sieht, dass es hinter dem Eisenblock ein bisschen dunkler ist, aber das ist jetzt nicht berechnet, also nicht wie bei Raytracing, sondern das ist quasi ein einfacher Abzug dadurch, dass ein Block im Weg ist. Also man würde quasi rechnen, hey, Lichtquelle, die im Umkreis von Licht macht, ist in diesem Umkreis irgendein Gegenstand. Ja, ist, dann macht dahinter Lichtlevel bla. Mehr ist das nicht. Ja, das ist super einfach zu berechnen. Die Falltür gilt ja als transparenter Block. Ne? Wir sehen ja auch, die Textur ist ja nicht ganz. Ne? Guck mal, wir können da durchgucken. Hier, obwohl hier auf der Rückseite was ist, ist so nichts auf der Rückseite. Das ist also ein transparenter Block. Die ändert nichts dahinter. Der ändert was dahinter, siehst du? So. Okay. Ich hoffe, man hat jetzt ein Gefühl dafür, was Raytracing ist. Also verschiedene Lichtstrahlen, die auf verschiedene Oberflächen treffen und so verschiedene Effekte auslösen. Und das wird alles mit jedem Strahl einzeln berechnet. Das ist auch der Grund, warum ein Handy das nicht kann. Oder eine PlayStation 4 oder eine Xbox One X oder eine Switch, eine Wii, ein Taschenrechner. Die haben alle nicht die Leistung dafür. Es braucht extremst viel Leistung. Was ist denn jetzt Path Tracing? Fällt unter die Kategorie von Raytracing. Hier geht es jetzt nicht um den einzelnen Strahl, sondern um den Weg, den der Strahl zurücklegt. Das heißt, das ist ja der ganze Weg, den der Strahl zurücklegt. Und beim Raytracing erkennt man das vor allem bei Wasser. Wenn wir jetzt mal hier drunter gehen, sehen wir, wow, guck mal, wie cool das aussieht, ne? Weil die Lichtstrahlen hier am Wasser gebrochen werden und dann wird quasi alles, was unter Wasser ist, nach oben reflektiert. All solche Dinge, sieht super cool aus.
Beim Pass-Tracing ist es jetzt so, dass es nicht darum geht, wenn es auf richtige Oberflächen trifft, sondern da geht es um sowas wie Nebel, wie wenn der Himmel sich rot färbt abends, wenn verschiedene Strahlen halt ineinander kreuzen und so irgendeine Illumination erzeugen. Also wenn es quasi ohne feste Gegenstände passiert. Das nennt man auch Global Illumination. Das kennt ihr als Einstellung bei verschiedenen Shadern. Das ist auch unheimlich leistungshungrig. Aber im Ganzen kann man sagen, das gehört quasi zusammen zum perfekten Shader. Was ist denn jetzt RTX? Weil wir hatten noch Raytracing und RTX und keine Ahnung. RTX ist nichts anderes wie Recheneinheiten von Nvidia. Grafikkarten, mehr ist es nicht. Ja, also RTX ist quasi ganz, ganz, ganz Nvidia-spezifisch und das bezeichnet die Grafikkarten, die extra Recheneinheiten auf der Grafikkarte haben, um Raytracing zu machen, und das hat man einfach RTX genannt. Deswegen braucht man auch eine RTX 2060, das ist die kleinste. Wobei, wer sich jetzt eine holen möchte, dem würde ich dazu raten, sich in 4 Wochen die 3060 zu holen. Die kostet nur 349 Euro und ist in der Leistung sehr gut für den Preis. Aber das ist halt die Grafikkarte für RTX-Bezeichnungen. Und nein, das Video ist nicht gesponsert. Nein, ich bekomme kein Geld dafür. Nein, das war keine Werbung. Das ist rein informativ. Aber was ist DirectX eigentlich? Und warum spielt das eine Rolle? Super einfach. Ich habe hier mal ein ganz, ganz, ganz einfaches Schema aufgebaut. Wir haben das hier ist unser Computer und wir haben eine CPU, was quasi so ein bisschen wie unser Gehirn ist, sag ich mal. Wir haben eine Grafikkarte, die können wir jetzt so ein bisschen als Muskel nehmen. Wir haben Arbeitsspeicher, den können wir so ein bisschen als, ich sag jetzt mal, Energiespeicher nehmen, Fetteinlagerungen, wie auch immer. Wir haben einen Haufen verschiedene Grafikkarten, die es gibt. Und du sitzt am Ende vor deinem PC oder vor deiner Xbox oder PlayStation oder Wii oder deinem Smartphone und guckst auf den Monitor. Wo ist denn jetzt das Problem? Das ist super einfach. Und zwar gibt es einen Haufen Grafikkarten. Es gibt nur als Beispiel Nvidia, es gibt AMDs, es gibt Intel Inside, es gibt Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt viele, viele, viele Grafikkarten und die funktionieren alle ein bisschen anders. Und das ist Käse. Und das ist aus dem Grund Käse, weil Computerspiele, wie zum Beispiel Minecraft, ne, eine bestimmte Programmierung haben, die sie an ihre CPU weitergeben. Und sagen, hey CPU, meine Grafik wird so und so gemacht. Dann sagt die CPU, hey Grafikkarte, ich brauche das. Jetzt braucht die CPU aber ein Nvidia-System. Ja, also du machst bei deinem Minecraft RTX an und die CPU sagt, hey Grafikkarte, ich brauche hier RTX-Rechenkerne. Und du hast eine AMD-Karte. Funktioniert nicht. Jetzt ist aber so, wir reden ja von DirectX. Das ist nämlich eine Schnittstelle, die kommt hier zwischen, ja, zwischen Grafikkarte und CPU. Das ist eine, ich mach mal API so. Das ist am einfachsten. Ja, die kommt hier rein und die CPU sagt, hey, ich möchte Minecraft RTX machen. Ich brauche RTX-Grafik. Und dann geht das Ganze erstmal in die API und die sagt, hey, wir brauchen RTX. Okay, dann wandle ich alle Befehle so um, dass wir quasi alles aus der Nvidia-Karte rausholen. Oder wenn wir eine AMD-Karte haben, wandelt er alles um und holt alles aus der AMD-Karte raus. Also DirectX ist quasi die Sprache, damit dein Computer oder damit dein Spiel, was du spielen möchtest, mit allen Grafikkarten reden kann und sich austauschen kann und man die Grafik machen kann. Was ist dann DirectX R? Der schlaue Fuchs weiß es jetzt schon, das ist DirectX Raytracing. DirectX gibt es, ich glaube, momentan in der 12. Version, also DirectX 12. Und da sind die ersten DirectX Raytracing-Stücke drin. Das heißt also quasi, in naher Zukunft werden wir auch mit anderen Grafikkarten Raytracing machen können. Weil nämlich Nvidia gesagt hat, hey, unser RTX-System, ja, oder unsere Programmiersprache für das RTX, wollen wir quasi in DirectX einspeisen oder stellen wir zur Verfügung. Und DirectX R ist dann in der Lage, Minecraft RTX mit AMD-Karten zu machen. Oder irgendwann mit Intel Inside vielleicht. Oder irgendwann mit anderen Grafikkarten. Ist das nicht geil? Wir brauchen keine RTX-Karte mehr. Aber stopp. Wir brauchen trotzdem massig Leistung. Und massig Leistung heißt,
erst die 6800 von AMD kann RTX. Das ist die neueste Karte, die jetzt erst auf den Markt kommt. Alles darüber kann das auch. Also die 6800 XT, die 6900, die 6900 XT, die können alle RTX in Minecraft. Das ist super gut, weil diese Karten kosten fast nur die Hälfte und sind auch richtige Monster. Aber was auch mega gut ist, ist die Xbox Series X kann RTX. Ja, die Xbox kann es auch, weil die Xbox ist die einzige Konsole, die über DirectX kommuniziert. Und was ist mit der PlayStation? Ja, die PlayStation, die PS5, kann auch RTX. Weil beide Konsolen haben den neuen AMD-Chip bekommen, der in den nächsten DirectX-Updates dazu führt, dass er RTX kann. Nice, das heißt, bald kann die PS5 Minecraft RTX und auch alle anderen Spiele mit RTX. Die Xbox kann es, die PCs können es sowohl mit AMD-Karten als auch mit Nvidia-Grafikkarten. Und ich denke, in 2-3 Jahren wird RTX absoluter Standard überall sein. Und wie bekomme ich das jetzt in Minecraft? Ich habe in Minecraft unter den Grafikeinstellungen Raytracing. Wie kriege ich das überhaupt? Weil ihr habt es nicht. Ihr könnt es unter Umständen am Smartphone sehen oder ihr könnt das bei eurem alten Rechner sehen, aber es ist so ausgegraut. Ihr könnt es nicht anklicken. Dazu kommt noch die Hochskalierung. Die Hochskalierung erleichtert euch sehr viel Arbeit. Da wird quasi das Raytracing für eine niedere Auflösung berechnet, zum Beispiel in HD, und dann wird es hochskaliert. Also es wird mit einer mathematischen Formel einfach umgerechnet auf eure höhere Auflösung, sodass ihr nicht ganz viel Raytracing für 4K oder so berechnen müsst. Doch warum ist das bei manchen ausgegraut? Das ist super einfach erklärt. Ihr habt bei Minecraft in der Windows 10 Edition, habt ihr unter Einstellungen globale Ressourcen. Und da könnt ihr ja verschiedene Texturenpakete nehmen, ne? So. Die Klassiker kennen wir sowas wie Chroma Hill, ne? Oder hier die alten Minecraft-Texturen. Oder hier habe ich zum Beispiel ein Kelly's RTX Vanilla Conversion, was nicht so gut ist. Home RTX auch nicht so gut. Das hat extreme Reflexion, sehr unnatürlich, sehr unschön. Ihr müsst aber euch irgendein Texturenpaket aussuchen, was RTX kann. Es muss alle Texturen in Minecraft so geändert haben, dass wir einen Wert für Reflexion haben, dass wir einen Wert für Oberflächenbeschaffung haben, damit die Lichtstrahlen wissen, hey, muss ich hier reflektieren, muss ich hier nicht reflektieren oder. Und ich benutze dafür das Crystal Palace RTX Resource Pack. Das müsst ihr hier bei globale Ressourcen, müsst ihr das aktiv haben, ne? Dann könnt ihr einfach wieder auf Spielen drücken, könnt in eure Welt gehen und dann habt ihr, sofern ihr eine Nvidia RTX Karte habt, oder eine AMD 6800 und größer, unter Grafik den Punkt Raytracing. Die PlayStation 5, die Xbox Series X, ich weiß nicht, ob die es schon haben oder noch kriegen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe eine Xbox Series X, aber ich habe noch kein Minecraft drauf installiert. Ich weiß nicht, warum. Wo bekomme ich diese Texturen-Packs? Ja, Google ist euer bester Freund. Ihr müsst viel rumprobieren, bis ihr ein schönes gefunden habt, was euch gefällt. Das ist wie mit allen anderen Texturen-Paketen auch. Ich kann Crystal Palace empfehlen, weil das einfach am nächsten an Vanilla Minecraft rankommt und vor allem, weil da auch schon alles funktioniert. Es funktioniert das End, es funktioniert der Nether, es sind alle Texturen gemacht. Und jetzt wisst ihr eigentlich grob alles, was ihr wissen müsst zum RTX, Raytracing, Path Tracing, DirectX und ich sag vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt was lernen und habt es endlich verstanden. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr jetzt wisst, wie es geht und ob euch das Video gefallen hat. Ich bin raus. Ciao mit V.